Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nach dem Nordkönig Marsch. Zweite Folge am Sonntag. Wenn meine Rechnung richtig ist. Ansonsten muss ich mich gleich wieder entschuldigen, wenn ich wieder komme nach ein paar Stunden Aufnahme. Ansonsten ernten wir jetzt noch die Hirse. Werden wir nicht schaffen. Aber wir haben jetzt den unseren kleinen Feld erweitert auf das nächste kleine Feld. Nur noch einen Rest pflügen und dann werden wir gleich beigehen und aussehen. Weiß zwar auch nicht was, aber irgendwas werden wir schon machen. Der ist eigentlich voll, da werden wir gleich leer machen. Was ist heute los? Hab jetzt keine Zeit. So, weiter geht's zum Verkauf oder ins Lager. Fahren wir ins Lager erstmal. Verkaufen können wir nachher, wenn wir Zeit haben. Hab ich mal kein Cosplay? Brauchen wir sie auch nicht. Ein LKW ist, hat irgendwie nichts. Auf den kleinen Feldern. Aber später mal. Wird man zwei neue Anhänger kaufen. Und zwar hier. Da. Für einen Traktor. Hinten bauen noch einen Traktor, der entsprechend ziehen kann. Die Schlangen. Hey. Das sieht gut aus. Das ist ein Kippanhänger. Das ist ein Hilfe von Dolls. Achso. Sieht hübsch aus, ne? Aber der wäre nicht größer, wie ich jetzt habe. Ohne Ersatzräder, oh, der Quatsch. Achso. Hauptfarbe, Felgenfarbe, durch Blau, Teilegelb, Designfarbe, bestimmte Deckel da oben drauf. Wäre doch was, ne? Aber den kaufen wird man nicht. Ich habe mir eher was anderes vorgeschwebt. Und zwar Akkuleine, Blau. Zwei Stück davon. Mal schauen, ob die hinten noch anhängen können. Dann wäre das ganz okay. Jeps. Der wäre nicht schlecht, ne? Einen richtigen Traktor dazu und dann geht er. Traktor müssen wir einen haben, der. Kompakt, bisschen größer darf er sein. Mal wandern vielleicht. Oder ein Deutz 9. Na, fänd nicht, haben wir schon gehabt. Der macht 70 km/h, wäre eigentlich für Straße ganz gut. Case Magnum, ganz gut für die Acker. Ja, ansonsten habe ich eine schöne, das auf dem Acker, ne? Bisschen schwach. Alle in der verkehrten Richtung drin hier. Jetzt neu hat der was anderes. Ja, andere Farben kann er machen, okay. Aber das ist eine Zukunftsmusik. Das ist noch ein bisschen weit hin. Weil wenn wir mal Geld haben für ein Silo, für ein Mais und brauchen wir noch mit sparen. Das
heißt, wenn wir die Ernte verkaufen, Stroh lagern wir ein. Machen wir die Ernte jetzt fertig. Können wir den Hirse verkaufen, dann können wir uns einen etwas anderen Traktor kaufen, damit wir zum Beispiel hier auch Stroh abfahren können und da kann der Fendt pflügen, dafür ist er gedacht. Schon hinter mir. Wenn die Folge zu Ende ist, noch ein bisschen die Beine vertreten. Armbrot vorbereiten. Oh, hier drinnen sind 30 Grad. Ich werde verrückt. So, drauf da. Das spiegelt sich im Handy. Wahnsinn. Aber man merkt, hier ist das nicht, wahrscheinlich muss hier gekalkt werden. Ne, Kalk brauche ich keinen. Pflügen. Ja, pflügen muss er. Ja. Gut, okay. So, machen wir Rest pflügen fertig. Das heißt, hier müssen wir eine kleine Ehrenrunde drehen, dass wir von hinten anfangen können. Mit diesem Geschoss fährt sich ein bisschen blöd rückwärts. Aber das kriegen wir so auch hin. Bisschen gerade aufrichten, dann fahren wir rückwärts. Ein paar Meter damit wir gehen. Ausrichten, ausrichten, gerade, gerade und jetzt rückwärts. So, ah, das passt schon so. Nächste, fertig. Pieps, geh mal nerv. So, meine Freunde und Landwirte, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind wieder mit der Aufnahme zwischendurch. Hoffe ich jedenfalls. Ich sage mal schönen Dank an alle, die schon zugeschaut haben. Geliked und abonniert haben. Bei Wünschen und ja, gerne kommentieren. Ich schaue, was man machen geht. Vielleicht der eine oder andere Wunsch. Na, jetzt sehe ich nichts. Aber den Flug, da muss ich noch, brauche ich ja noch, das ist halt ganz, ganz blöde. Den stelle ich hier genau neben den Studimarker da. Dann nimmt, komm mal vorbei. Nö. Ja, den brauchen wir für Feld 13, muss er gepflügt werden. Und später die Wiese. Wie gesagt, die Wiese wird dann gerade gemacht. Ich überlege, ob wir da Silage machen. Ich gerade, ich glaube, wir haben gar keine Ballenpresse. Und deswegen war ich keiner drauf, eigentlich.
Na, mal sehen. Doch, Ballfresser haben wir. Denn wenn wir Silageball machen, können wir noch ein bisschen Geld verdienen mit Silage, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Geld. So, dann beende ich mal jetzt die Folge. Ach, den brauchen wir sowieso. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. So, mal ein paar Minuten anhängen, mal ein bisschen kurz. Ganz so kurz wollte ich die Folge auch nicht machen. Letzte vor allen Dingen. Mit knapp 12 Minuten. Die Folge davor ist genauso extrem kurz, aber da kann ich nicht viel ändern. Ich hänge hier ein bisschen was an. Das geht noch relativ einfach zu lösen. So, war das erledigt? Muss ja Fenster aufweisen, ist heiß hier. Und draußen auch nicht viel kühler. So, schauen wir noch ganz kurz. Den Flug hatten wir fertig, wollen wir die Aussaat gestalten. Das heißt, nehmen wir den Fendt. Der Fendt kann es nicht. Oder wir werden den Düngerstreuer nehmen. Wo er Unkraut wächst, den brauchen wir Düngerstreuer. Den Grasmäher oder den zumindest diesen hier. Wir werden hier doch Silageball machen. Wir haben noch zwei Wiesen. Müsste echt so umrüsten, dann heißt das kurz darauf, hier Unkraut muss gemacht werden und das ist in mehreren Feldern der Fall. Ob nun Feld 1 oder Feld 15, Feld 2, wo der oder Mais ist. Der Feld muss nachher flügen. Ganz schön, was ich machen will. Weil Mais wird nicht, Silage wird ein wichtiger Punkt sein, weil wir irgendwo einen Silage einhauen. Und zwar Mais, dass wir Silage machen können nachher. Nicht.
Dünger, das soll reichen. Wir fangen erstmal an. Das ist so gemacht. Wir werden mal den Kurs einfahren. Zwar für Kursplay. Das heißt, wir werden hier mal einfach beginnen. Dass ein ganz anderes Feld ist als laut Karte. Ob wir das hinkriegen, dass das nicht so viel ist. Oh je. Das ist die Lenkung noch ohne Feder jetzt, also ohne Widerstand, das ist zu merken. Hoffe, dass die bald einen richtigen Patch haben, dass es richtig funktioniert. Wenn der dauernd ausfällt. Sobald ich aus dem Bildschirm rausgehe, mir dann aus was anderes anklicke. Ob nun ein Hilfsprogramm oder ein Aufnahmeprogramm. Und schon bin ich. Jetzt gehen wir hier anschalten und einen Kurs fertig fahren. Wie gesagt, die Ränder müssen wir so nacharbeiten. Von daher ist das ganz gut so. Den Kurs dann speichern. Denn der ersten Montagfolge dann beginnen. So, nimm mal Feld 20 als Kurs. Ja. Ende. Ja. Okay. Können wir auch schon starten, ist egal. Berechnen wir mal Kurs. So. Und herum. Zwei waren, drei. Machen wir gleich rund. Lassen wir auch 12 Meter. Das mal. Man, das kann auch ein Traktor gelegen haben vorhin im anderen Feld. Das leben wir nicht. Ausschließen. So, man kann es gut bewachen, aber funktioniert. Bin ja nun ganz außen am Feld gefahren. Das sieht ganz gut aus. Also wir werden viel Mais gebrauchen, also für Mischfutter, auch wertiges. Da werden wir noch ein bisschen was verkaufen. Und so weiter. Also da geht noch etliches. Hier ist Kalk drauf. Dünger machen wir jetzt gerade rein. So. Schon wieder leer, voll. So. Na. Stroh, das Lager fahren, dann müssen wir hier flügen. Ich stelle mir gerade noch fest, wir haben keinen Traktor. Sei denn, wir müssen vom Gras abziehen. Brauche ich eigentlich nicht.
brauchen mehr Faktoren. Wie gesagt, zwei so einen kleinen Hänger kaufen, die sind besser für die Kurve allgemein. Und einen gut aussehenden Traktor für Ziehen vorne. Halbwegs schnell. So, die Folge. Jetzt soll die Folge doch zu Ende sein, zum Abschluss, ne? Dennoch schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem wieder am Montag. Dann seid mal ciao, ciao.